Ein Thema, das bewegte. Nicht nur Wolgast, sondern ganz Usedom. Sogar bis in die Landeshauptstadt Schwerin. Die Schließung der Kinder- und Geburtsstation des Kreiskrankenhauses Wolgast Anfang des Jahres 2016 rief starken Unmut in der Bevölkerung hervor. Auch wenn die Schließung nicht rückgängig gemacht wurde, versuchte das Land nichtsdestotrotz auf die Stimmen der Bürger zu hören, die unter anderem um die Versorgung ihrer Jüngsten bangten. Um diese weiterhin zu gewährleisten, wartete das Land mit einem Modellprojekt auf. Der Kinderportalpraxisklinik. Ziel dieser sei es, laut Gesundheitsminister Harry Glawe, ambulante und stationäre Grenzen zu überwinden und die Grundlage für eine zukunftsfähige Versorgung in der Kinder- und Jugendmedizin in der Fläche zu legen. Kürzlich konnte hierfür ein weiterer Schritt getan werden. Die Kinderarztpraxis öffnete am 1. April ihre Türen, im Wolgaster Kreiskrankenhaus. Dort bezog sie im Ostflügel die Räume der ehemaligen ambulanten Physiotherapie. Auf diese Weise wird die medizinische Hilfe lokal gebündelt. Die Portalpraxisklinik soll so einerseits entlastet werden, andererseits bietet sie den Kinderärzten aber auch die Möglichkeit, einige der kleinen Patienten länger vor Ort beobachten zu können. Auch im Umgang mit dem Coronavirus zeigen sich die Vorteile der örtlichen Zusammenführung im Kreiskrankenhaus. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Räumlichkeiten vergrößert haben und quasi gebündelt haben, um quasi mehr Möglichkeiten der Diagnostik zu haben, Und auch natürlich der Kohortierung, gerade in Zeiten von Corona, ist es ja wichtig, dass wir Patientenströme leiten können, dass wir sagen können, wir können Patienten ein bisschen weiter weg voneinander setzen, dass wir halt nicht so eng beieinander sind und auch gucken können, dass sich keiner ansteckt. Wir haben getrennte Wartebereiche für Gesunde und für Kranke oder für Verdachtsfälle. Das heißt, wenn ein Verdachtsfall kommt, dann kommt ein extra Bereich, wird dann quasi auch extra behandelt. Und die gesunden Patienten, die zu den Vorsorgen kommen, werden quasi anders gelagert, dass sie keinen Kontakt haben mit den kranken Patienten. Es wurden also entsprechende Maßnahmen getroffen, um der Situation angemessen zu begegnen. Auf eine feierliche Eröffnung musste allerdings verzichtet werden. Der Umzug der privaten Praxis aus dem Wolgaster Ärztehaus in das Kreiskrankenhaus fand bereits im letzten Sommer statt. Dr. Susanne Schober und Dr. Elisabeth Walter hatten den Umzug ihrer Praxis vorangetrieben, bevor sie sich im Dezember des vergangenen Jahres in den Ruhestand begaben. Nun konnte das Projekt seinen Abschluss finden. Die Kinderärzte, die hier in Wolgast waren, haben wir gebündelt, sind jetzt zusammen in einer Praxis und wir haben quasi alle zwei Praxissitze, den ehemaligen Praxissitz von Frau Schober und Frau Walter und den Praxis von Frau Sußmann zusammengefügt in einer neuen Praxis. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Ja, also wir haben jetzt schon seit einem Jahr arbeiten wir schon in der Praxis von Frau Schober und Walter, haben die jetzt seit Anfang des Jahres übernommen, Frau Papstorf und ich, und haben dieses Projekt jetzt, also diesen Neubau, seit 2 Jahren geplant und sind jetzt ganz froh, dass es endlich geklappt hat. Somit wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Kindermedizin in Wolgast aufgeschlagen, welches in eine vielversprechende Richtung weist und hoffentlich die Zustimmung der Bürger findet. Die 3 behandelnden Ärzte stehen Ihnen und Ihren Kindern ab sofort innerhalb der Öffnungszeiten zur Seite, um sie zu gewährleisten. Die Versorgung der Jüngsten.